Ja, komm, lauf rein. Das ist aber auch eine Fertigkeit, die ich von der Magiergilde habe. Für ihn, da der Metroid, der ist auch witzig, der haut auch ordentlich rein. Also da sind einige vereist da. Jetzt sind sie verschwunden, schade. Also, es gibt zwei Durchgänge. Rechts oder links? Geh mal links rum und dann rechts. Mal schauen, ob da irgendwas Spezielles. Leid, aber ihr lasst mir keine andere, wa? Frag mich gerade hier unten, war da das Dorf von den Elfen? Haben die dort unten gelebt? Spur Laurer Hautumhüllung. Noch nie gehört. Mit ihr kann ich Antiquität aber nicht machen. Das heißt, ich kann nicht nachsehen, was das ist. Also hier scheint mal irgendwas gewesen zu sein wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das da eingestürzt ist oder. Nichts ist sicher, bis es geschieht. Ich finde die Sprüche manchmal noch sehr, wie soll ich sagen, intelligent oder noch lustig, je nachdem. Es hat so ein bisschen alles drin. Aha, nee, warte mal. Ich wollte doch noch die andere Seite schnell angucken. Ich glaube zwar nicht, dass da... Ja gut, kann sein, dass da vielleicht eine Notiz oder irgendein Stück Geschichte noch ist. Kann man da wirklich hineingehen? Nein, geht nicht. Frag mich, ob da mal früher eine Dwemer-Ruine war und jetzt da halt Erdbewegungen und so weiter. Erdbeben vielleicht oder so. Hier das Ganze umgeformt haben. Okay, diese Seite scheint nicht so, als hätte es da irgendein Buch oder so. Aber das ist eben auch hin und wieder schon passiert, dass ich
einer Seite durchging. Und dann auf der anderen Seite war dann irgendeine Notiz, ein Buch oder irgendetwas Quest, wo zur Quest gehörte. Aber so wie es aussieht, waren da schon wahrscheinlich... Okay, jetzt ist alles als Eis. Also hier hat es jetzt noch einen Boss. Wie heißt die? Anmeisterin Orato. Hier hat es nur so einen kleinen... Ich wollte gerade sagen Durchgang, aber ist das nicht. Ah, da oben ist jetzt, haltet Grassus auf. Okay, hier geht's dann nachher raus. Also er schwebt in der Luft, irgendwas scheint er zu machen. Ich habe so lange gewartet. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Niemand wird mir im Weg stehen. Ich habe eben geblockt, weil ich dachte, vielleicht sagt er noch was. Nein, ich habe so lange gewartet, ihr werdet mich nicht aufhalten. Und nachher sagt Hermaeus Mora, einer von euch muss fallen. Lasst es euren Gegner sein. Und Grassus sagt dann wieder, niemand wird mir im Weg stehen. Aber von Mora hat man wieder nichts gehört, oder? Also das sieht eher so ein bisschen künstlich geschaffen aus irgend. Da unten ist nichts. Das Ogma Infinium. Okay. So wird das Infinium wieder mir gehören. So wie immer. Ihr habt euch gegen Gracchus wacker geschlagen. Wo ist das Ogma Infinium? Wieder sicher zu Hause in Apokrypha. Ich würde seine Geheimnisse nie für euch aufs Spiel setzen. Aber ich werde euch nicht mit leeren Händen gehen lassen. Im Gegensatz zu den anderen vor euch, habt ihr euch wirklich als nützlich erwiesen.
Was sind diese Ruinen? Diese Ruinen unter dem düsteren Herrenhaus sind die Überreste einer Stadt der Meer, die zweimal in Vergessenheit geriet. Hier trieben die Kinder Auriels ein gefährliches Spiel, mit Wissen, das ihr Vorstellungsvermögen überstieg. Die Erde verschlang sie. Ihre Abkömmlinge versuchten sich am Wiederaufbau. Doch dann kam Gracchus. Okay, jetzt weiß ich einmal die Geschichte dahinter. Ihr sagt, das Ogma Infinium würde mir gehören. Euch wurde nur das gesagt, was ihr hören musstet, um eure Rolle gut zu spielen. Ihr solltet euch über das Geschenk freuen, das man euch gemacht hat. Es ist eine Schrift aus Apokrypha. Auf ihren Seiten werdet ihr nur verdaubares Wissen finden. Was wollte Gracchus von euch? Er suchte nach der Macht, um irgendeinen kleinen Zwist zwischen den Menschen und dem Meer dort oben zu beenden. Aber seine Motive sind unwichtig. Gracchus wirkte sehr vielversprechend, als er einen Blick auf das Infinium erhaschte und sein kosmisches Geheul überlebte. Aber letzten Endes erwies er sich dann doch als zu gewöhnlich. Okay. Bleibt er da, der haut er ab. Im Gegensatz zu den anderen vor. Gut, dann gehe ich mal weiter. Ich sehe hier sonst gar nichts. Ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt hier rauskomme. Schnittermark, okay. Also hier oben bin ich rein, hier bin ich rausgekommen. Hier wäre theoretisch die Frau, die auf mich wartet, die ich gerettet habe. Falsche Leiste. Findet die Relikte meines Volkes. Ich würde ihre Geschichten... Das heißt, ich muss nochmal rein. Das heißt, es wäre besser gewesen. Ich wäre einmal rundherum gegangen. Also einmal rechts um, dann links um und dann runter. Das habe ich noch gedacht, dass das wahrscheinlich so sein wird. Das heißt, ich könnte jetzt noch links die Seite machen. Dort ist nämlich noch eine Leiche wahrscheinlich. Das weiß ich nicht. Die drei Räume, da war ich glaube ich noch nicht drin. Nee. Yeah.
hier haben die noch eine Bildersammlung. Hä? Weltweibel Attilas. Der ist nicht gesprächig, hm? Hat der die gezeichnet? Das ist irgendwie noch schön. Oder das mit dem Wasserfall. Das hat auch noch etwas. So, dann gehe ich mal... hier runter in dem Fall. Okay, das sind nur so Zwischenräume hier, hä? Überall Pilze, da wird er Freude haben. Ich glaube, das Verhältnis mit ihm wird nie gut, wenn ich da die ganze Zeit Pilze einsam. Ich wollte gerade sagen, woher kommen jetzt die alle auf einmal? Krass. Ich frage mich gerade, wie da die ganzen Leichen da ankommen. Warte mal, jetzt... da bin ich glaube... ja genau, da... hier so ist ja der Eingang. Das heißt, dann muss ich jetzt noch ein bisschen nach vorne gehen. Da ist noch ein Boss, wo ich noch nicht habe. Der sieht ein bisschen anders aus als sonst, hä? Ein Alpha-Männchen oder so.
Vielleicht haben die deinen Raptor und einen Clan-Ban gekreuzt, oder? Hier ist jetzt Tara, hä? Versuchsprotokoll. Anfangs war der Tod meiner bosmerischen Sklaven ein Problem. Es wäre schwierig gewesen, neue zu erwerben, und Cyrodiil hätte mir wohl kaum mehr Männer geschickt. Meine mangelnden Fähigkeiten im Bereich der Nekromantie waren mir schon immer ein Dorn im Auge, machten auch eine untote Belegschaft unwahrscheinlich. Und dann fand ich das Buch der gefrorenen Legion. In ihm fand ich eine geniale Lösung. Man muss eine menschliche Leiche mit einer Schicht beschworenen Eises umschließen. Wenn man an dieses Eis einen loyalen Geist bindet, kann man über diesen die Leiche im Eis befehligen. Okay. Noch, ja, schräg irgendwie. Aber es gibt da auch Einschränkungen. Die Wesen, die diese Technik erzeugt, verfügen über die Intelligenz eines nekromantischen Skeletts. Also überhaupt keine. Sie sind nur für die einfachsten Aufgaben geeignet. Ohne ständige Aufsicht und Anweisung kann es passieren, dass sie einfach hinaus in die Sonne wandern, wo das Eis dann schmilzt, anstatt dass sie die Arbeit verrichten, die ihr ihnen aufgetragen habt. Oh. Feindseligkeiten beendet. Zeit zum Entspannen. Von der Tafel habe ich tatsächlich ein... Also nicht nur von der Tafel, von hier habe ich sogar einen Screenshot dazu mal gemacht. Jetzt hat es hier unten noch ein Boss und dann bin ich eigentlich durch. Ja? Das Buch der gefrorenen Legion. Halt's denen mal ein bisschen ein. Cool, einen Fertigkeitspunkt erhalten. Und eine Errungenschaft, Gruppenwagnis im düsteren Herrenhaus. Wurden die Erfolge dann nachträglich noch hinzugefügt? Oder wieso hat es denn mir das früher nicht
gezählt, weil den habe ich ja schon mal gemacht. Allerdings ist das schon eine Weile her. Ich kann dir leider nicht mehr helfen. Tut mir leid. Kassette des verrückten Gottes. Das gehörte zur Magiergilde. Holt die rasende Ratte. Ah ja, jetzt muss ich zu der Frau zurück. Das heißt, die kann jetzt dann die Geschichte herstellen von denen. Ich werde gerade, sobald ich raus bin, die Gegenstände mal untersuchen, wo ich jetzt. War aber auf jeden Fall jetzt ein schönes Abenteuer. Hat Spaß gemacht, das zu erkunden. Obwohl ich schon mal da unten war. Mal gucken, wo ich hier rauskomme. Also da unten ist jetzt die Questgeberin. Hä? Oh. Ich sollte vielleicht nächstes Mal zuerst runterschauen, bevor ich einfach runterspringe. Meist von Vorteil. Ah, jetzt eben schnell die Gegenstände angucken. Ich will. Questgegenstände. Ich denke, gehört das. Zerbrochenes Stundenglas. Aus diesem angeschlagenen Stundenglas läuft Sand. Das ist zu einer anderen Quest. Das ist von der Magiergilde. Rasende Ratte. Eine winzige Dead-Ratte. In einem kleinen Käfig. Sie starrt euch aus ausdruckslosen Augen an und zwitschert leise. Wer aufmerksam zuhört, mag vielleicht verstehen, was sie zu sagen hat. Normalerweise gibt man ja das, oder viele geben ja das einfach ab, ohne das zu lesen. Ich finde es wirklich noch interessant, dass da überall noch eine Beschreibung dazu ist und hölzerner Krug. Der Griff dieses Krugs ist von vielen Gelagen abgenutzt. Dolch. Dieser Dolch fand sich bei der Leiche von Steed im stillen Wasser. Er trägt ein Siegel. Das ist Questgegenstand von Steinfälle. Der Kopf übrigens auch. Bleigers Tentakel auch. Alte Laute. Also die Laute, hölzerner Krug und das Stundenglas gehört wahrscheinlich jetzt zu dieser Quest. Das Holz dieser Laute hat seinen Glanz verloren, sofern es denn überhaupt je welchen hatte.
Dies sind die Gegenstände, die ich suche. Gebt sie mir, und ich werde ihren Platz in der Geschichte meines Volkes lernen. Ihr die Gegenstände geben. Ihr habt den meinen einen großen Dienst erwiesen, meine Freundin. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne ein wenig bleiben und die Geschichten dieser Leute von mir erfahren. Die hat jetzt die Gegenstände dort aufgestellt, den Krug. Die Familienlaute und das zerbrochene Stunden. Vielleicht mal mit ihr reden. Die Leben derer, die auf den Ebenen gestorben sind, gehen nur in der Erinnerung der Lebenden weiter. Und ihre Geschichten leben nur so lange, wie es diejenigen gibt, die sie erzählen. Seht euch die Relikte an, wenn ihr wollt. Jedes enthält eine Geschichte, die ich erzähle. Okay. Wo Fadel war, war immer auch dieser Krug. Als er seine Frau durch die Seuche verlor, verfiel er dem Trinken. Er wurde geliebt und unterstützt, aber er konnte der Dunkelheit nicht entfliehen. Er lebte ein Leben stiller Melancholie. Gracchus beendete diese Stille. Er beendete alles. Tara lebte nach Zeitplan. Sie plante alles minutiös. Alles hatte seinen korrekten Platz. Ihr Leben war geordnet. Einige spotteten, dass sie wohl nach der Geburt mit einem Altmeerkind vertauscht wurde. Ordnung ließ sie Glück empfinden. Gracchus nahm ihr beides. Norvir liebte die Laute, aber gespielt hat er darauf nicht eine Note. Jeden Tag kam er vom Markt nach Hause und betrachtete die Laute liebevoll. Eines Tages, dachte er sich, wenn ich mich zur Ruhe setze, werde ich Zeit haben zu spielen. Der Tag kam, aber leider auch Gracchus. Die Leben derer, die auf den Ebenen gestorben sind, gehen nur in der Erinnerung. Wo Fadel war, war immer auch dieser Krug. Als er seine Frau durch die Seuche verlor, verfiel er dem Trinken. Er wurde geliebt und unterstützt, aber er konnte der Dunkelheit nicht entfliehen. Er lebte ein Leben stiller Melancholie. Gracchus beendete diese Stille. Er beendete alles. Okay, hier gibt's sonst nichts mehr zu tun. Ist aber interessant gemacht. Ich muss sagen, also questmäßig ESO ist wirklich genial eigentlich. Also mir gefällt's. Gut, es ist ja auch nicht ohne Grund das längst gespielte Spiel, das ich gespielt habe. Also in meinem Leben gibt es kein Spiel, das ich länger gespielt habe als es. Ich denke, es werden noch ein paar Stunden dazukommen. Hol mir gerade die Himmelsscherbe, wenn ich schon auf dem Weg bin. Also hier war das Dorf von ihnen. Hier gehe ich jetzt nicht runter, weil das... dann viel, viel, viel später kommt irgendwie. Jetzt bin ich zuerst mal in Steinfälle, wo ich weitermachen. Alter, nicht muss, darf. Darf dort weitermachen. Vor allem mache ich sehr, sehr gern. Also die Geschichte, die werde ich jetzt wirklich genießen und aufsaugen wie ein Schwamm. Ich werde zwar vielleicht nicht mehr alles wissen und vieles vergessen, aber ich habe sie ja immerhin jetzt als Video aufgenommen. Das heisst, ich gehe jetzt zu der Magiergilde. Gebe dort die Quest ab.
Und danach geht's wieder weiter in Steinfälle mit dem Abenteuer. Und wenn ich ihn auf Level 20 habe, werde ich dann eben den Argonier noch das erste Mal freischalten überhaupt. Ich habe das immer noch mit keinem Charakter gemacht. Nicht mal mit meinem Hauptcharakter. Das heißt, ich gebe jetzt hier die rasende Ratte ab. Mal schauen, was er oder sie dazu zu sagen. Er, okay. Seid ihr mit dem abkömmlichen Relikt zurückgekehrt? Ich habe das Relikt in Schnittermark gefunden. Ihr habt den Käfig doch nicht aufgemacht, oder? Auch wenn er euch etwas anderes gesagt hat. Der Orden war in dieser Hinsicht nicht von seiner Meinung abzubringen. Doch ich schätze, wenn ihr das getan hättet, würdet ihr nicht hier stehen. Sei's drum, eine gut erledigte Aufgabe. Meriten der Magiergilde in Schnittermark. Eine Belohnung für die für der Magiergilde in Schnittermark geleistete Dien. Hat's das früher auch schon immer gegeben? Der Orden dankt euch für eure Unterstützung, Adeptin. Wahrscheinlich könnt ihr schon bald weitere Relikte für uns bergen. Besucht mich morgen, dann habe ich vielleicht etwas für euch. Das ist eben der Grund, wieso ich Magiergilde mache. Zum einen meine Fertigkeit und zum anderen von Gefährten die Fertigkeiten freischalten. Okay, es ist eben schon ein neuer Tag, deswegen kann ich jetzt die Quest wieder eine zufällig annehmen. Die Schriftrolle des Eidar sind, nun, auf Käse beruhende Prophezeiungsrezepte. Wenn man sie zu sich nimmt, sollen die Rezepte einem die Zukunft enthüllen, aber die geistige Gesundheit schwächen. Eine Verballhornung der Mottenpriester. Der Orden hat den zweiten Band bis in Sanguines Domäne in Schattenfen verfolgt. Ich werde das Relikt finden und es euch zurückbringen. Ich muss mal die Kiste öffnen. Ist das neu? Hab das, glaube ich, noch nie gesehen. $700 Gold, Halskette des Schmugglers, Dekorwas, Ebengarnjacke, Eibenheilungsstab. Okay, ich habe heute ein paar Verliese gemacht mittlerweile. Forschungsmappen. Ich habe viele Stäbe unter den. Und das hat sich jetzt gelohnt. Auf jeden Fall hat jetzt mein Gefährte eine neue Fertigkeit. Bei mir wird es allerdings noch einen Moment gehen, bis ich die nächste Stufe erreiche. Die Quest abgeben gibt 10 Punkte und ein Buch finden 5 Punkte. Das heißt, ich bin da noch einen Moment beschäftigt. Und was hat er freigeschaltet? Sprich, ich lausche. Gilde, Magiergilde. Also Sternenregen, den habe ich ihm ausgerüstet. Der ist noch witzig, der macht recht viel Schaden eigentlich. Asandar hüllt
einen Verbündeten in stabilisierende Magie, die 8 Sekunden lang insgesamt 10.350 Leben wiederherstellt. Das nächste wäre dann... Okay, da muss ich ein paar Quests mit ihm noch machen. Asandar verhandelt mit dem Reich des Vergessens um Macht und generiert so 50 ultimative Kraft. Okay. Das heißt, wenn man das auch noch ausrüstet, könnte der ziemlich oft dann die Ulti runterhauen. He? Man opfert dafür zwar eine Fertigkeit, aber müsste man mal ausprobieren, wie das so wirkt.